Ich habe ja nur noch 30 Diamanten. Hast du 30 mehr als ich? Ich habe bis jetzt noch niemanden mit Diamanten in dieser Runde hier besessen. Das ist nicht wahr. Oh, das stimmt wohl. Doch, sie sind kurzzeitig. Du hast mal Dennis gewesen. Eine besessen. Ja, und Peters auch. Oder? Ich hatte glaube ich keine Diamanten. Du brauchst ja nicht unbedingt Diamanten, um irgendwo auf die Eier zu gehen. Nee. Leute. Was sagst du mit Peter mit Level 30 war es zu verzaubern? Level 30 ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. Um jemandem auf die Eier zu gehen, kann man auch ganz subtile Methoden anwenden, war Hardy? Ja. Level 30 ist Maximallevel zum Verzaubern, ja, aber du kannst mehr Level werden. Zwei Sachen. Mit Level 60 kannst du halt zwei Sachen verzaubern. Ja, zum Beispiel. Na, davon bin ich noch ein bisschen entfernt. Was ist das denn? Wieso falle ich denn hier so ein Loch rein? Klicken? Ich frag mich ja, Peter, warum die sich für die Minecraft-Version fürs iPad nicht bei EA was abgucken. Weil die so gute iOS-Spiele machen, oder was? Nee, aber EA geht beispielsweise hin und du kannst FIFA 13, wenn du das auf dem iPad spielst, kannst du dein iPhone als Controller benutzen. Oh, okay, das ist interessant. Also dann hast du die Buttons halt nicht mehr da auf dem iPad, du musst dann so umständlich darauf rumdrücken, sondern du kannst halt, hast dann eine komplette Bedienfläche auf deinem, ja, iPhone-Bildschirm. Krass. Was natürlich eine ziemlich witzige Sache ist. Auf jeden Fall, das ist eine coole Idee. Da dachte ich mir so, dadurch, dass die Minecraft-Steuerung auf dem iPad mehr als beschissen ist. Oh ja. Und zwar mehr als beschissen. Hab ich mich gefragt, warum machen die das nicht? Weil wenn sie das machen würden, dann würde ich sogar überlegen, ob ich mir das holen würde. Aber unter solchen Umständen ist das natürlich schon ziemlich scheiße. Oh ja. Hey, die App ist echt ziemlich... Diese App ist echt zum... Du kannst knicken. Junge. Ja, die Steuerung ist mega scheiße. Du kannst dich nicht ducken. Ja, da fehlt ja unwahrscheinlich viel Content. Ja, nee, ja, das wäre ja noch zu verkraften gewesen, aber wenn man nicht mal die. Siehst du das Ducken, was beim Bauen ja total elementär ist, damit du nirgendwo runterfällst? Elementär, Junge. Nukula. Oh ja. Eigentlich ist der Vergleich sowieso gar nicht so schlecht. Bis aufs Äußere käme Hardy und Homer Simpson. Na gut, der Äußere ist natürlich in dem Fall ganz wichtig. Elementär. Habe ich elementär gesagt? Ja, hast du. Ach so, das fällt mir jetzt erst auf. Elementär. Lol, da rennt mein Creeper hinterher. Hallo. Oh, elementär, da rennt mein Creeper hinterher. Oh, da oben ist ein Schäfchen, das kann ich direkt schon mal umbringen, weil Wolle brauche ich für die Säge. Komm, zack. Gut, dass es noch ganz viele Schafe gibt. Ah, die bockt die Eiche nach. Ja. Und schlachtet dann alle Tiere. Mit diesen ganzen vielen Tierarten, die es hier gibt. Wie viele gibt es eigentlich? Vier? Drei? Kühe, Schweine, Hühner, Schadis und Schafe. Ozelot. Und Hunde. Hunde und Ozelot, das kannst du auch noch machen. Quallen. Quallen, ja. Spinnen. Kannst du Spinnen wirklich dirigieren? Oh ja, Hardy geht Quallen in seiner Bude fangen. Weil das gerade die Voraussetzung, dass man die dirigieren kann. Meine ich nicht. Irgendwie musst du die auch, stimmt. Dann kannst du auch Creeper da drin fangen. Also Skelette können Spinnen dirigieren. So, bald ist der Glasweg fertig. Juhu. Da
hab gehört, wir dürfen bei Hardy Creeper sammeln. Ach, das wird schon wieder Nacht? Irgendwie ist der Zyklus voll kurz, oder? Ja, ich bin auch so froh. Oder beim Bauen geht einfach die Zeit mega vorbei. Naja, das auf jeden Fall. Wirklich. Nacht ist auf jeden Fall nicht so toll. Mal wobei, geht eigentlich. Kannst auch so in Ruhe farmen. Ja, bauen. Wenn ich siehst, ist das scheiße. Stell doch die Helligkeit höher, Sepp. Bin doch nicht so ein Cheater. Oder Plant and Puff. Ja, okay. Stimmt, ist total der Cheat, die Helligkeit höher zu stellen. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall grenzwertig. Was? Wo sind das denn? Ja, wenn du nichts mehr sehen sollst, dann sollst du nichts mehr sehen und ich habe für deine Helligkeit hochstellen. Genau, Hardy. Was sagst du, ganz viel Glowstone Nether? No. Du hast nichts mehr, Peter, ne? Ein! Peter? Fick dich. Peter, hast du noch Glowstone? Nur so ein bisschen, weißt du? So ein ganz kleines bisschen. Gehst du eigentlich zu Glowstone, Peter? Wie stehst du eigentlich zu Glowstone? Ach so, jetzt ist der Oma noch ein Skelett auf meinem Schiff drauf. Das ist ja super. So, noch zu weit. Wo komme ich denn eigentlich aus, wenn ich jetzt hier durch das Portal gehe? In da. Nether. Cool. Alter Bram, du gehst mir schon so ein bisschen auf die Eier, wa? Du hättest mir die wenigstens irgendwo hinlegen können. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ja. Wach, stell mal, was hab ich denn getan? Ja. Alter, wie viel Lava hier ist? Ich verstehe nicht, Hardy. Also. Ja, ich hatte doch nicht mehr so viel davon. Hättest du wenigstens irgendwo in eine Kiste packen können. Was denn? Ja, das werde ich jetzt nicht erzählen. Warum? Bist du etwa kein Licht auf mir? Nee, du willst nur, dass die Leute darüber lachen, aber ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht erzählen. Ja, ist kein Problem, dann sehen die Leute das halt selber, was ich getan habe. Wie sollen die Leute das denn sehen? Es gibt die F9-Taste, Pete, die benutzt auch schon mal ab und zu. Ah, okay. Ja, es war jetzt nicht so witzig. Nee, war auch nicht so lustig. Nee, du hättest trotzdem wenigstens irgendwo hinlegen können. Ich habe die beide gelassen. Ja, hast du ins Wasser geschmissen, oder was? Nee. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich zwei Blöcke nach unten gegraben habe irgendwo und hab die da reingetan, hab dann den Block wieder drauf gesetzt. Ja, Hammer. Ich hab keine mehr. Alter, verpiss dich, du schwules Skelett, ey, jetzt. Du verpiss dich jetzt hier, du kleiner. Ah, komm, ich bin nett, ich bring die neue vorbei, ja? Was, der Hardy stirbt gerade. Ja, ich sterbe auch ehrlich. Komm, jetzt können wir alle auf Hardy mit Pfeil und Bogen schießen, er merkt das nicht. Ich glaube, der ist gerade richtig gut gelaunt, was das angeht. Nö, so schlimm war das jetzt nicht, aber ist halt nervig, weil ich keine Ahnung. Was hat er dir denn geklaut? Ach, fuck, den hat er geklaut. Weil er dachte, da spawnen ganz viele Viecher in meinem Schiff, aber er hat leider Pech gehabt, da war nur ein einziges Skelett auf dem. Ja, du bist leider zu früh nach Hause gekommen. Ich habe gehofft, dass er länger Bäume nudeln geht's, aber ich habe vergessen, dass du ein Schisser bist und jede Nacht nach Hause gehst. Peter, wo ist denn hier das komische fliegende Ding, was auf mich schießt? Der fliegende Holländer? Der fliegende Holländer. Was soll das denn heißen? Alter, von wo schießt denn der Geist? Da erpüllen. Genau über mir? Bitte, ich brauche deine Hilfe. Willst du mich verarschen? Ich komme jetzt nicht in den Nether. Warum nicht? Was ich gerade zu tun habe. Sehr hilfsbereit wie immer. Ach, der schwimmt durch die Lava, der Geist. Willst du mich verarschen? Wieso können denn Geister durch Lava schwimmen? Das verwirrt mich ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen. Der brennt. Der geht gerade unter. Dann verreckt er doch. Ne, die fliegen ja alle durch die Lavaströme.
Lustig. Aber geil.